Oh, hallo, liebe Zuschauer, ich sehe mal wieder mein Tom in Sandrock, wo der Himmel immer blau ist, also die meiste Zeit auf jeden Fall. Hallo, Elsilein. Ja, natürlich bin ich gekommen, extra hier hingezogen, um mich zu sehen. Ja, kann man auch so sagen, eigentlich. Oh, heute wieder ganz in grün. Ja, schick aus, Schatzi. Wunderbar. Oh, ich will spielen. Macht so viel Spaß, alle zusammen tanzen zu sehen. Genau, wenn dann jetzt hier jemand tanzen würde, dann ja, du bist ein bisschen zu früh am Start, mein Freund. Hier, nimm mal ein bisschen. Okay, 12. Genau, wir lieben es. So, schauen wir erstmal. Will spielen. Gut, dann. Komm mit. So, mal gucken, ob die Hühner wieder da sind, wo sie hingehören. Ah, Horst, Renny. Gott sei Dank. Mach nur mal einen Fall, du Horst. Also, du hättest nur einen Schritt nach vorne gehen müssen. Einen Schritt. Naja, gut. Das sollen wir machen. Finden Sie dieses komische Gras nicht mehr da? Ich finde alles okay zu sein. Ja. Das ist schon ein bisschen nervig hier mit den, Tierchen, dieser Back hier. Aber gut, was soll man machen? Nö. Okay. Nö. Achso, apropos, ja, Mö. Wir müssen vielleicht mal. Oh. Sind die Fische wieder da? Mal nicht, mal sind sie da, mal, also das ist auch immer merkwürdig. Schauen wir mal, ob die Kartoffeln endlich fertig sind. Nö, das könnten wir ernten. Wie lange brauchen die denn noch? Was habe ich denn hier, diese Sandakudas? Ah Gott, das braucht noch ein paar Tage hier. Ja, mit. So, die auch. Die auch. So, warte mal, wir hatten ja neue Samen gekauft, ne? Auch wenn das nicht viele waren, 3. So, mehr war nicht. Mehr haben wir nicht gekriegt, gut. So, Sandy, hast du mal gesehen, wie Landwirtschaft funktioniert? was war das eben? War deine Haare, Sandy? Das kennen wir doch, diesen Bug, okay? Nicht, dass wir hier wieder ohne eine Glatze rumlaufen. Jetzt hat das unser Kind. Das ist erschreckend. So, wir brauchen noch. Ist noch alles in der Mache. Was brauchen wir denn da noch? 5. Okay, dann. Brauchen wir noch einiges. Nee, das ist alles noch nicht fertig. Okay. Das dauert noch. Wo ist denn unsere Frau wieder hin? Man weiß es nicht. Zwiebelkuchen. Naja, also. Ach, boah, ist das aber alles. Das ist aber alles niedrigstufig. Hier ein großer Sandkarpfen. Na gut, ich habe 53, komm, damit die mal wegkommen. Aber das ist ja auch alles hier Pillepalle eigentlich. Was macht ihr mit dem ganzen Holz eigentlich, der Vogel? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, da ist ja schon alles aufgebaut für den Tanzbattle heute. Heute ist das Tanzbattle. Juhu! 14 Uhr, okay, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen schließlich unseren Titel als ewig amtierender Dauersieger gewinnen hier. Das hört sich ja wohl so. Kuckuck. Du willst auch mit tanzen, ja, okay. In dieselbe Richtung. Nehmen wir nein, machst du denn hier so völlig unentschlossen? Ja, mir fehlen doch die Worte. Interagieren beenden? Ich interagiere noch gar nicht. Ups, halt! Ich. Na, ist er weg. Naja, so wurscht. Hey, Gracie! Willst du so tanzen? Halleluja. Naja, warum nicht? Komm mal nicht so in Schwitzen, nicht wahr? Was? Du sollst wissen, dass Koch nicht das Einzige ist, worin ich schlecht bin. Tanzen auch. Und du musst dich einfach auf mein Wort verlassen. Trag mich als vielleicht ein, okay? Vielleicht. Okay. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber macht ja nichts. Hey, Kera! Aber du kriegst irgendwann eine zweite Textzeile. Die eine kenne ich jetzt schon. Gut, ja, wunderbar. Hier können wir gleich wieder loslegen. Haha. Fried, der Supertänzer. Sandy, kannst du schon mal direkt sehen. Ich hoffe, du kommst nach seinem Vater. Kannst auch hier so gut mittanzen. Ah, da kommt sogar noch oben. So. Gibt's denn hier was Schönes?
Ja, das können wir leider alles schon. Kommen so nichts mit anfangen. Also wir haben schon 1000 Käppchen und alles. Ja, macht so ein super geiler Sandfischbrunnen, der so auch nicht viel Sinn macht, ne? Ja, können wir auch nicht gebrauchen, so wirklich. Aber gut. So, wie viel haben wir? 10. Nee, 11 gleich. Hey. Er sagt, dass sie wirklich glücklich werden und aufblühen, wenn sie mich sehen. Ja. Ja, wer? Hä? Okay. Verstehe ich absolut überhaupt nicht den Satz, aber hast du doch auch noch irgendwas zu sagen? Ja, das gehört sich nochmal so. Ich hoffe, du hast genug Kohle ausgegeben und ich da auch mal von abkriege. Hey Mabel, bist du wieder draußen? Eine. Was? Es ist eine Schande, dass es keine Paarrunde gibt. Coop und ich haben früher die ganze Nacht Square Dance getanzt. Oh, wir kannten alle Schritte. Square Dance, Kreistanz, die Raute. Nicht jeder kennt die Raute, besonders nicht heutzutage. Wie was? Noch nie gehört. Okay, ja. Gut, ja, das ist natürlich wirklich schade. Er hat sich gar nicht mehr so unrecht. Das wird echt cool, wenn wir mit unserem Partner dann, wie je nachdem wer da dann ist, eben auch hier zusammen tanzen können oder antreten. Das wäre schon witzig. Ja, schade. Schade, schade. Hier nehmen wir ein bisschen Faserabfall. Kann man immer gebrauchen. Ach, hör auf, komm, das ist Abfall. Das brauchst du doch. Die ist auch wieder eigen hier. Stell dich nicht so an. So. Wir müssten eigentlich jetzt noch ein bisschen Ressourcen sammeln, aber es ist schon fast hier zu spät, ist das Problem. Wir brauchen ja noch Punkte, Mensch. Wir müssen ja nochmal aufsteigen. So, Rocky. Ja. Sieht's denn aus? Wir sind hier so Mitte von 64. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Hier müssen wir eigentlich auch noch was machen. Problem ist nur, die Zeit verrinnt jetzt schon wieder. Der Gecko ist auch unterwegs. Könnte natürlich, ist das? Fangen? Hey, fangen! Du bist fangen? Okay. Also, ja. Herr Lord. Oh, so. Schickes Stöffchen. Was ist irgendwas Besonderes, oder? The Builder is a per. Ja, Liebling. Fang. Mach's gut. Oha. Das verpasst doch eine Beerdigung oder was? Okay. Ich glaube, da dürfte nichts liegen. Wir haben das ja schon gesammelt. Ne? So schnell ist Cooper auch nicht mit Körbchen austragen. Oh, doch, tatsächlich. Mann, der hat sich aber. Der hat sich aber ans Zeug gehauen hier. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Hallo, das sind meine Kartoffeln. Weg da. Hau ab. Beziehungsweise liefern. Noodles, Doodles. So. So, dann haben wir schon mal wieder was für Noodles, Doodles. Du wirst dich freuen. Sandy, hier. Du wolltest doch spielen, also komm mit. Was für ein Gebäude. Wahnsinn. Also, was für ein Klotz. Echt, wenn man da hinbaut, ist schon. Hey, hey, hey. Ja, Ario. Ach so, dann können wir dich ja auch wieder hier. Aber es bringt leider nichts, den zur Abschreckung hinzusetzen, ne? Es ist. Die sind trotzdem zum Doselicht da. Nehmt dieses Bild als Warnung und Mahnung zugleich, Kinder. Ne? Sonst landet ihr bei The Stairs. Und das wollt ihr nicht. Also immer schön in eurem Stall bleiben. Da geht's euch gut. So. Was haben wir denn hier? Das ist aber auch nicht viel, ne? Ob wir da noch an Tomaten haben. Aber gut. Die gute Jute. Die Melonen brauche ich eigentlich auch für nichts. Feines Haar. Ja, na gut. Eigentlich nichts. Wo sind denn eigentlich? Wo habe ich denn. Ach, ich bin noch ein Spielzeugsoldat mit Schwert. Kann ich den nicht ins Museum bringen? Hm. Okay. Wo ist denn. Wenn ich Fang mal schenken will, dann. Am besten noch das untote Gras. Oh, wo ist das denn jetzt schon wieder? Das ist auch schon wieder weg. Das ist auch schon wieder. Einmal hier reinsortiert und dann. Auf Nimmerwiedersehen. Alfalfa. Ist denn das jetzt.
habe ich denn das untote Gras? Ist ja gar nicht. Sind sie wieder. In diesem Leben nicht mehr wieder. Da immer noch eine Flöte. Falls sie Sandy treffen. Das hier ist so Blechfrosch. Ja, nichts mit Gras hier. Gut, ja, wird halt kein Gras geraucht heute, dann haben wir es so. Sorry, fangen, für dich haben wir nichts Besonderes. Hey, Makato, kommst du denn her, du kleiner Lüll? Ja, du bist unschuldig, ich weiß. So, gucken wir mal. Haben wir noch irgendwas Interessantes so nebenbei? Ja, nee. So. Bisschen mager. Na gut, hier haben wir noch so ein paar Sachen. Na gut. Sammeln sich da schon Leute. Wollen die nicht verpassen? Hey, Mian! Du bist ja heute mal nicht am Rennen. Was mit dir passiert? Hast du Beton in den Schuhen? Ich bin froh, dass es jetzt jedes Jahr einen Grund gibt, auf die Bühne zu gehen und zu tanzen. Das würde ich sonst wahrscheinlich nie tun. Ach komm, der scheint, dass wir nicht zusammen tanzen können. Das wäre auch süß, ja. Oder mit Elsie halt natürlich zusammen. So, mal gucken. Was hältst du denn von Pappelholz? Kann man immer noch brauchen, oder? Ja, plus 6, siehst du. Kannst du was Schönes draus schnitzen. So, komm, Sandy. Wir tummeln uns schon mal hier an der Bühne. Ob wir hier nichts verpassen. N, Grace. Blaue Zauberer ist hier. Hallo. Hey there. Ja, man denkt, dass ein so wunderschönes Festival aus einer Notlage herausgeboren wurde. Die Lebensmittelknappheit mag vorbei sein, aber es gibt keinen Grund, warum wir den Tanz nicht weiterhin genießen sollten. Genau, man kann auch mit einem hungrigen Bauch tanzen, irgendwie. Wie war das? So, Gracie, ja, das ist auch genau der richtige Look fürs Tanzen, da kommt man nicht so in Schwitzen. Du solltest wissen, dass Kochen nicht das Einzige ist, woran ich schlecht bin. Tanzen auch. Und du musst dich einfach mein Wort verlassen. Trag mir das vielleicht ein, okay? Ja, will mich nur täuschen hier. Aber so nicht, mein Freund. So nicht. Hey, Jasmine, lange nicht mehr gesehen. Wo rennst du denn immer rum? Was hast du gesagt? Die Reise im Osten. Oh. Ja, die brauche ich selber für meine Bibliothek. Die kann ich nicht. Hallöchen! Ich hätte noch viel Willens tanzen übrig. Auch außer hier habe ich bisher nur bei der Schulaufführung getanzt, wo ich vor allen Leuten gestolpert und hingefallen bin. Moment mal. Bin ich dabei traumatisiert worden? Puh, kann ich nicht sagen. Also haben sie alle sehr lange gelacht, vor allem wochenlang, aber ich wollte nicht sagen, dass es jetzt ein Trauma gewesen sein könnte. Hm. Na gut. Warum geht's denn hier los? Oh, Moment, halt, Justice! Stopp! Halt! Hey! Also, halt! Haltet ihn! Haltet die Polizei! Also. Jetzt bleibt doch mal stehen, Mensch! Ah, Halleluja! Hier ist ein. Du hast. Hier sind ein Fische. So. Danke, der Captain war kurz davor, ohne seine Snacks auszurasten und wollte es gerade an Unschuh auslassen. Ich glaube nicht, dass Unschuh die Frechheit hatte, Captains Wutanfall zu stoppen. Boah, nee, Udo. Hungrige Tiere. Das ist. Das ist grausam. Okay, Otto. Warum bist du denn so lethargisch? Komm mal mit hier. Komm mal mit, mein Freund. So nicht einfach hier in der Stadt rumlungern und liegen. So. Der Dance Battle ist gestartet. Hey, Hilfschef. Miau, miau, miau. Wird nicht getanzt. Ja, von wegen. Deiner Familie vielleicht nicht. Aber hier geht's jetzt los, Freunde. Hier ist jetzt Action angesagt. Guck dir das mal an. Pablo, Heidi und Katori. Ja. So. So, Sandy. Jetzt zeigen wir den an Landeiern mal, wie man das richtig macht hier. Jetzt geht's. Ich weiß nicht überhaupt, wie es geht. Ich glaube, das hier drin, Abi. So, Freunde. Ja. Ja. Autsch. Jawohl. Das ist Hufte, Freunde. Hufte, Hufte. Das kann ja 12 Punkte gibt oder so. Ja, ja. Runter, links, rechts, oben. Oh Gott. Ups.
rechts, links. Wieso ist Rutscher so gut? Ups. Ja gut, der hat in seiner Zeit, wo er nur auf Sandfelsen starrt, viel Zeit zu üben wahrscheinlich. Und Combo! Yeah! So, Freunde. Der hat keine Chance gegen mich. Ha. So, habt ihr gesehen, Kinder? So macht man das hier, ha? Der Tanzwettbewerb macht nicht so viel Spaß wie der Kampfwettbewerb, aber ich denke, es ist trotzdem toll zuzusehen. Ach, du hast die richtige Einstellung, mein Junge. Es geht nichts über einen ordentlichen Kampfwettbewerb, wo die ganze Bühne zerlegen. Haha. Oh, Jane, willst du auch tanzen? Ein Tanzwettbewerb, wie schön, das erinnert mich an meine Zeit in Waldershain. Oh, es war unglaublich. Wir haben getanzt und getanzt, bis die Sonne aufging. Ach, ja, mach mich nicht wuschig, okay. Apropos wuschig, wird denn sie eigentlich? Elsilein! Schau, Fred, ich warte dich. Sobald ich auf der Tanzfläche bin, kann ich nicht mehr dafür verantwortlich gemacht werden, was passiert, okay? Ich will dich nicht bedienen, aber ich werde es tun. Ja, okay. Ich will mich nicht bedienen? Na gut, das muss ich auch nicht unbedingt. Ah, Jane tanzt tatsächlich mit hier. Ja, eine gute Hüfte, muss man sagen. Mhm, für die Lehrerin. Sonst den ganzen Tag vor der Tafel steht. So, ja. Was haben wir hier nochmal? Justice. So, ich glaube, der macht mit. Markiato, was ist los mit dir? Tut mir leid, du mitgehangen, mitgefangen. So, gehen jetzt nochmal auf die Bühne. So, Freunde. Oh, Grace im Bikini. Das wird jetzt eine Herausforderung. Nicht ablenken lassen. Und zack. Runter, links, rechts. Nee. Oh, Konzentration, Fred, Konzentration. Apropos, ja. Oh, links, 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 links. Yeah! Falsch. Oh, shit. Außenrhythmus, Außenrhythmus. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Konzentrat, konzentrieren. Oh, shit, shit, shit. Oh, Gott. Jess, wir machen's fertig. Links, oben. Oh, shit. Wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt. Der finale Move. Yay. Und das Ganze in einem Fellkostüm. Das muss uns einmal einer nachmachen, oder? Ha. Okay. Puh. Das war echt hart jetzt. Meine Güte, Freunde. So, oh, Unschuld, Jasmine und Pablo. Es geht in die letzte Runde. Ja. So, komm, wir zeigen es den Landeier nochmal hier. Wisst doch gar nicht, wie man tanzt. So, Freunde. Hallo? Ups, ich bin abgelenkt. Und Schuhe, hau ab hier. So, immer Jasmine und Grace, das sind so meine Endgegner hier. So. Zeigen wir euch nochmal die Mörderhüfte von Fred. Jawohl. Was schwitze ich in diesem Kostüm, das ist der Wahnsinn. Aber Jagdpelz sind doch mal eben. Die Tänzer unter den Tieren. Ups. So, die Kamele, die Ziegen unter den Tieren sind. Außer die Ziegen. Also eher die Kamele unter den Ziegen sind. So, ja, nur nach oben, keine Ahnung. Was ich da rede, aber ich muss mich konzentrieren. Jetzt, mein Gott. Jasmine macht mich fertig hier. Oh Gott. Ich bin doch ein Kind an die Wand getanzt. Jetzt. Wir haben sie. Wir kriegen sie. Oh, oh je. Ich darf nicht nachlassen, Fred. Ups, shit, zu spät. Jetzt, 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 jetzt. Ja! Das ging in die Knie, aber was soll's, die können wir uns immer noch neu machen lassen. Den schlimmen Handwerker. Hui. Sehr gut. So, dann wieder weg. Also. Wollte aber einen Sieg feiern. Hallo? Ich hätte sogar einen ausgegeben. Ja, Sandy, so lernst du schon mal gleich hier. Die Leute sind an wahrer Kunst nicht interessiert. Puh, Tanzen ist wirklich gut für die Fitness, nicht wahr? Ich kann lernen, indem ich einfach die Bewegung folge. Genau, mehr ist das eigentlich nicht. Und dann gehst du zu Let's Dance, kriegst 10 Punkte. So, muss allerdings dann mit dem Chefjuror schlafen. Hallo, Justice! In der Tanzwelt kann ich uns schon bitten, heute weiter die Patrouille zu übernehmen.
Ja, ja, das wäre vielleicht sogar ganz gut, dann wäre hier nicht gegen uns am Antreten. Ja, so kriegt man den weg. Okay. Sand drin im Oberteil. Ja, da kann ich alles nichts mit anfangen, leider. Schade. Die sollten mal hier ein paar höherstufige Sachen machen. Oder dass es mit der Stufe skaliert. Das wäre vielleicht auch geil. Aber gut, wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir wollen es nicht übertreiben, Herr Calvados. Jetzt ist es was im Bild. Naja. Wieso? Geh nach Porsche. Geh nach Porsche. Da hast du ganze Lamas verkloppen. Ist auch schön. So, dann haben wir es ja wieder geschafft heute. Hey, Chippy. Ja, unter deiner Sippe bist du der beste Tänzer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Warum nicht? Auch Erdmännchen haben vielleicht Dance Battles. Weiß er nicht. So, Macchiato, komm, du kannst wieder. Oh, du kannst eigentlich auch mal ein bisschen arbeiten. Haha, so, Abwechslung. Genau, was Neues. Gut. Ja, hier ist immer noch nicht so wirklich geil. Ist die Tomaten brauche ich, aber ich habe 119. Wo sind die alle? Allerdings nicht, die sind aber nicht dann hier drin, oder? Ja, 5. Was sind die denn alle? Heilige Tomaten, also die sind hier allerdings, hier pennen sie schon alle. Die sind allerdings nicht da, wo sie hingehören. Wo sind meine Tomaten? Naja, das werden wir noch rausfinden. So. Und doch lieber nach Hause gedackelt. Ja, obwohl du gedackelt bist. Na gut. Aber du bist ein braver Hund, so, dafür kriegst du auch was Schönes. Mal gucken, so ein Stöckchen ist ja nichts bei dir, ne? Wo es ja irgendwie naheliegend wäre. Aber gut, Jagdmüllhorn. Kannst du damit was anfangen eigentlich? Nicht so richtig, aber okay. So, na gut, kann ich alles haben. So, die Trommeln sagen, der Laden ist jetzt dicht, Freunde. Wir nehmen nichts mehr an. Wir können auch nichts mehr ausliefern. Okay, wenn noch nichts fertig ist, das brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein Holzstöckchen. Was ist denn das eigentlich? Ach, das lag hier noch? Ich glaube... Ja, ja, und der Roboter hatte keinen Bock, okay. Dann müssen wir das hier noch machen. Nummer 3. So, ich glaube, den brauchen wir doch auch nicht, oder? Für die Mission hier. Der will nur eins haben, okay. Die haben wir. Die Brettchen haben wir auch. Gut, da können wir noch ein bisschen Geld verdienen und nicht nur unsere Tanztalente hier trainieren. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. So wie diese wunderbare Projektion. So. Ist auch noch alles klar. Oh, die Kerze brennt. Das macht ja sonst nicht. So, Zauberspiegel. Genau. Okay, am Samstag. Okay, da ist nur Geburtstag. Ach, Jane hat die Geburtstag. Wäre lustig, wenn der Sandsturm im Dance Battle zusammenfallen würde. Aber ich glaube nicht, dass die das hier so machen. Dann sieht man nichts. So bleibt schön da, wohin hingehört, Freunde. So, Kastanien haben wir noch. Ich kann hier höchstens 3 Tomaten reinlegen. Also, wo sind die denn alle? Ja, Pilze mögen sie ja auch. So. Oh, habt euch zusammengekuschelt, ihr zwei. Das ist ja süß. Ja, komm, kriegt ihr noch die letzten Kartoffeln. Potato Paula Navarres wundert mich. Bin ich durch? Lass mich durch, ich bin Handwerker. So, wie sieht es bei euch zwei aus hier? Ja, ihr habt doch noch alles. Obwohl Merle mag ja auch Tomaten, ne? Und hier habe ich jetzt plötzlich 43 Zugriff. Wo holt ihr euer Essen denn her? Aus den anderen Truhen? Keine Ahnung, das ist... Tiere kriegen eigentlich nur aus der Versorgungskiste.
Habe ich noch drei? Aber dann müssen wir wieder ein bisschen was Neues pflanzen, okay. Gut. Was haben wir hier? Zack. Ah, okay, dann können wir das auch ausliefern. Ja, dann haben wir wieder einen erfolgreichen Tag hinter uns. Wir haben das Dance Battle hier auf Tag 1 gewonnen, auf jeden Fall. Wunderbar. Moment. Da ist Sandy. Habe ich die Flöte angepackt? Ja, dann können wir noch schnell Sandy beglücken hier. Bevor Sandy ins Bett geht. Beziehungsweise wo? Ja, wo hat der eigentlich ins, in den Stall, Sandy? Was hinten bei Fang? Okay. Wir haben ein schönes Geschenk für dich. Hier geht es ja ums Tanzen, da machst du die Musik. Go, go, go. Jawohl, wunderbar. Schöner Moonwalk. Das. Okay. Ich meine, die Pet hier, oder? Da war irgendwie so ein leerer Stall. Ich meine, Sandy muss ja auch irgendwo hin. Ich kenne die Kaktuslampe. Wir brauchen einfach noch mehr Einrichtungsgegenstände. Die haben viel zu wenig im Spiel angebaut. Für unseren Palast hier ist das zu wenig. So. So, wollen wir mal ins Bett gehen. Ein anstrengender Tag liegt hinter uns. Wir haben das ganze Jagdmann-Kostüm durchgeschwitzt. Deshalb gehen wir jetzt deshalb so in diesem Zustand zu Elsie ins Bett. So. Die schläft schon mit offenen Augen. Okay, wir haben gar keine Augenringe. Das ist ja ungewohnt. So, deshalb gehen wir mal ins Bett. Ein erfolgreicher Tanztag liegt hinter uns und der nächste liegt vor uns. Jasmine wundert den goldenen Kerzenleuchter. Naja, sollte das tun. So, schauen wir mal, wie der nächste Tag wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.